Einfach demolish den Jungen. Oh ja, ja, könnte ein Problem werden. Bam! Einfach weggehauen, die Sau. Einfach aggressiv spielen. Ja. Da machen die Kämpfe mehr Spaß. Spiel. 10k. Er hat nur 10k gegeben. Hätte ich nur dies. Drei Schwestern. Oh. Ist das ein Drache? Das ist ein Drache. Great. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, warte. Wir direkt machen. Bevor ich es vergesse. Eisige Waffe, ui. Hier irgendwo ist es. Hier irgendwo chillt er. Da ist er. Ich habe... Oh. Eine komplette Robe. Ich überrenne hier einfach alles. Was ist das denn? Okay, ein Kampf, den wir nicht auf dem Pferd bestreiten sollten. Habe ich verstanden. Scheint auch irgendwie der Boss zu sein, der Wölfe. Der wacht ja über die. Komm ran jetzt. Schneller. Alter.
Bruder. Muss ich das jetzt echt so machen? Oh, das ist jetzt blöd. Jesus. Ja! Jesus. War aber auch klar, dass die Schüsse einen genau treffen, wenn man ausweicht. Also wenn man ihn anvisiert hat und dann ausweicht seinem Angriff, seinem Sprung, dann ist man perfekt ausgeliefert für die Magie, die der Hund scheinbar wirken kann. Bin mal gespannt, was der mir gibt, ey. Komm ran, Junge. Oh, das ist jetzt blöd. Echt jetzt? Ich sehe es doch kommen, dass jetzt gleich die drei anderen Hunde mich angreifen währenddessen. Ja, komm ran. Ja. Probieren wir mal den Vogel aus. Let's go. Oh. Oh, boy. Was will der zweite Hund da? Jesus! War zu erwarten. Okay, der Vogel macht genau das, was er machen soll. Mir Zeit verschaffen. Okay. Das war ein normaler. Hat mir sonst nichts gegeben. Wow. Hier müsste aber jetzt noch ein Siegel sein. Wenn ich das richtig hab. Richtig gesehen. Einer. Egal, was das ist. Rein. Okay. Der kann jetzt schon gar nichts.
Weil ich ihn einfach aus allem raushauen kann. Meteorit, geil. Ja, aber wie zu erwarten, jetzt keine Herausforderung. Also, ich glaube, die haben die Siegelgefängnisse vertauscht. Der hätte viel eher sein können. Im Vergleich zu diesem Drachenritter ganz am Anfang. Bro. Die hätten sie tauschen können. Da hätte es nicht mehr Sinn gemacht. Also den Drachenritter hier hin. Oh Mann, da müssen wir ja auch noch rein. Aber ich glaube, das ist der Eingang zum... Ja, der ist der Eingang hier rein. Zum... Zur Hauptstadt. Da unten ist auch noch irgendwas. Wenn man da den Gang durchgeht. Aber das dann erst, wenn wir dieses Gebiet hier fertig haben. Was wir ja auch noch nicht haben. Wir sind ja in Folge, keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendwas mit einer 5 vorne, glaube ich. Je nachdem, wie ich die Folgen mache. Auch schon kürzer. Okay, hier haben wir alles gemacht. Komischer Hund, ey. Bestiarium wäre auch geil, so ein bisschen. Ich habe jetzt die alten Teile von Final Fantasy gespielt. Da gab es überall Bestiarium. Bestiaria. Wie man das auch mal nennen mag. Dass man quasi einmal jeden Gegner besiegt hat. Um zu sagen, okay, ich habe mich... hier dem Gegner entgegengestellt. Hätte was. Hätte was. Hier vor allem hätte das irgendwie voll was. Dann haben wir einen Hund. Die drei Schwestern. Aktuell fest verschlossen. Müssen wir den Drachen vielleicht platt machen? Oh, warte. Da im... im Gemäuer. Der Drache sieht mir aber nach einem großen Drachen aus. Also nach einem Bossdrachen. Der da den Weg bewacht. Naja. Rein da. Adula. Oh. Hat nicht viel Leben. Hat mein Pferd getankt, geil. Wohin? Einfach außerhalb seiner
Arena geflogen. Hi, Hund. Okay, der Drache ist also einfach geflohen. Kurz nachdem er uns vom Pferd geholt hat. Wunderschön. Oh, what? Hier eine Gnade. Way. Okay. Auf, hinauf. Okay. Oh. A tarnished here. Thou must have some business in mind to come all this way. Though I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this encounter. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee. Thou needst not indulge them unduly. But they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Warum ist die so gezwiespalten? Das sieht fast so aus wie von Pontus Sullivan. Nee, wie heißt der? Doch, müsste Pontus Sullivan sein. Der hat auch so eine Fähigkeit in seiner zweiten Phase. Vielleicht eine Hommage? Natürlich, jetzt macht das auch Sinn, dass hier ein dich kennen wir doch. Explained everything. Again, I am Eiji, the Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning.
I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me. Kein Problem. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all together. Okay, okay, okay. Let us give all that together. Ja, ja. Alles zusammen für Lady Rani. Oh. Oh, bist du nicht der aus dem Titelbildschirm, aus dem... To finally meet. Name's Blythe. Sworn sword to Mistress Rani. Glad to have you aboard. Well, getting right to business. I'm situated in Limgrave right now. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well. See if I can't. Don't keep me waiting. War ich schon. Gibt nichts Tolles. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Celavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have besser als vorher. Serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? Er ist bestimmt in einem der anderen Türme, wahrscheinlich in dem linken. Oh. Okay. Müssen wir sie jetzt fragen, ob sie die Mauer wieder zumacht. Aufmacht, so. Ja, schon schön. Ah. Allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber. And it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon end, and it will be so. I have high look for. Okay. Ob die wohl noch ein Boss wird später irgendwo? Ah, jetzt sind sie alle weg. Bedeutet automatisch, dass wir hier raus können. Der Hund ist auch wieder da. Ich frag mich, wo der Drache abgeblieben ist.
Besiegt haben wir ihn ja jetzt nicht. Ich habe leider auch nichts mitbekommen, weil ich auf dem Boden lag. Ah. Anscheinend doch nicht hier. Dann wohl doch im anderen. Vielleicht kommt der Drache auch irgendwann mal wieder. So für Runde 2. Er hat ja gesagt, er ist nicht weit weg von hier. Oh. Also muss er in einem dieser Türme sein. Wir nehmen den coolen Weg. Oh. Bloids Helm. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. Wo finde ich denn eine Felly? Findet eine Felly und sorgt dafür, dass sie noch trinkt. Ja. Eine Felly. War doch weiter weg, als ich dachte. Damn it. Oh, hi. Ja, jetzt pennt die. Warum ist das eigentlich mein Spawn? Verstehe auch, warum es drei Schwestern sind, die drei Türme. Okay, aber dann sind wir hier, glaube ich, durch. Dann gehen wir hier runter und gehen an der Klippe weiter Richtung Süden. Und suchen eine Felly. Oder so ähnlich.
diese Magieflaschen zu stark. Too strong for my nerves. Wie kommen wir da oben hin? Das wäre jetzt die Hauptfrage. Geht wahrscheinlich nicht so einfach wie einfach dran vorbei. Lol, jetzt habe ich wieder nur ihn getroffen. Oh, da ist doch so ein Schiebekarton. Und zuerst. Bruder. Aus dem Weg. Aber aufpassen vor dem Flammenspeer. Der hat uns ja letztes Mal einfach one-hitted. Gestunlocked. So. Währenddessen sind die Dinger einfach... Oh. Schmiedestein 2. 3 Stück. Geil. Gab's ja nicht immer eine Truhe hinten drauf? Ja, Knie weiter nieder. Jawohl. Karianisches Ritterschwert. Sehr nice. Und so kommen wir auch wahrscheinlich dann hoch. Stück für Stück. Okay, Dinger, also Schilder auf dem Pferd, schwierig. Renn! Ja. Schmiedestein 1. Nice. Sehr wertvoll.
Oh. Hey, wo ist er denn jetzt? Da. Mensch. Hund haben wir auch. Weiß nicht, wo der Große ist. Ist mir egal. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Bah. Strongest Attack. Na. Ja. Alter, die Mann aber. Der tut aber ganz schön weh. Aber der Damage-Buff, der hält ganz schön lange. Wollte doch gerade vom Pferd runtergehen. Boah, zwei Kisten? Ich habe nur eine gesehen. Blutgerinnsel eines Albinaurik. Schmiedestein 4, let's go. Vor allem in der Kiste. The fuck? Geilo, weiter geht's. Weiter nach oben. Okay, ist ein Geist. Wir müssen uns jetzt nicht damit rumprügeln mit Geistern. Unser Ziel ist ganz oben. Jawohl. Okay. Eben müssen wir platt machen. Naja, irgendwo hier, ne? Oh. Das ist ein ganz schön großes Schwert, der da geworfen hat. Not gonna lie. Okay, die vier großen Glockentürme. Wag es ja nicht. Okay. Magischer Sch... Habe ich echt keine mehr davon? Oh. Magisch. Zerfallende Lande.